Kennst du das? Du hast das Gefühl, ich kann meinen eigenen Gefühlen überhaupt nicht trauen. Stimmt es überhaupt, was ich denke, was ich fühle, oder bilde ich mir das alles nicht nur ein? Das ist eine Folge von zum Beispiel narzisstischem Missbrauch durch eine Mutter mit narzisstischen Strategien und Vater mit narzisstischen Strategien, aber auch in Beziehungen kann das Gefühl auftreten. Und ich möchte heute ein bisschen näher darauf eingehen. Mein Name ist Beate Popp, ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin und ich arbeite in der Praxis oder auch beratend online. Was ist jetzt da im Inneren los, warum du so verunsichert bist, ob du deinen eigenen Gefühlen trauen kannst? Diese Verunsicherung entsteht ja nicht zufällig, sondern ist eigentlich das Ergebnis systematischer Manipulation, die sehr oft über Jahre oder Jahrzehnte stattfindet. Du erlebst eine komplette, wie so eine Schleudergang in der Waschmaschine und eine ständige Zermürbung deiner Selbstwahrnehmung. Du vertraust nicht mehr in die eigene Intuition und in deine Fähigkeit, eine Realität, was im Außen passiert, wirklich objektiv und klar wahrzunehmen und das zu unterscheiden von einer verzerrten Wahrnehmung. Und die Hauptursache ist zum Beispiel unter anderem das erlebte Gaslighting in deiner Kindheit. Das ist eine der zerstörerischsten Manipulationstechniken, die narzisstisch strukturierte Menschen anwenden können. Was machen die denn dann? Zum Beispiel behauptet deine Mutter, das wäre nie passiert, was du da erzählst, obwohl du es eigentlich ganz klar in deiner Erinnerung hast, dass sie das und das gesagt hat, dass sie das und das getan hat. Und sie behauptet aber, das habe ich nie gesagt, das habe ich nie getan. Und als Kind ist ja die Mutter so ein bisschen so ein Leitbild, steht am Anfang noch auf dem Podest. Und diese ständige Leugnung und Verunsicherung, die stabilisiert einfach komplett deine Wahrnehmung als kleines Kind. Und das hält halt leider dann über Jahrzehnte hinweg an. Oder aber deine Gefühle, deine Erfahrungen werden total heruntergespielt. Du übertreibst total. Oder du bist ja immer so sensibel, wenn du innerlich total verletzt bist, weil sie sich blöd angeredet hat. Und das führt dann dazu, dass du dich schämst, überhaupt Emotionen zu äußern. Du fühlst dich vielleicht auch schuldig, denkst, naja, vielleicht bin ich wirklich überempfindlich oder vielleicht habe ich wirklich übertrieben oder vielleicht war ich wirklich zu aggressiv oder zu wütend oder habe mich zu sehr gewehrt. Also auch da fangst du an, an deiner Wahrnehmung zu zweifeln. Ein Punkt ist auch noch, dass narzisstisch strukturierte Menschen Tatsachen oft so darstellen, damit sie in einem besseren Licht erscheinen. Und zum Beispiel wirst du dann im Außen beschuldigt, du bist egoistisch oder du bist manipulativ, wenn du zum Beispiel sagst, nee, du, das mag ich nicht, also eigentlich, wenn du Grenzen aufzeigst. Da wird die Realität komplett verzerrt, nur damit die narzisstisch strukturierten Menschen in einem besseren Licht dastehen. Und das passiert ja sehr, sehr oft im Außen, wenn irgendwie ein Gespräch stattfindet mit anderen Menschen und dann wird es so hingestellt, dass du manipulativ bist. Nee, das hat die mal wieder so einfach erfunden oder erschwindelt oder sowas. Und da war sie mal ziemlich egoistisch. Ich habe da gar nichts gemacht. Aber das kennst du vielleicht. Und was verfolgen die jetzt da eigentlich für ein Ziel dahinter? Diese Techniken, diese Manipulationstechniken, versuchen, die Verbindung zu deiner eigenen Realität zu kappen, deine Wahrnehmung sozusagen zu untergraben. Und du wirst ja so tief verunsichert,
Und weil du ja permanent hinterfragst, was stimmt jetzt eigentlich, ist es richtig, was ich wahrnehme, ist es wirklich tatsächlich wahr? Und dadurch können die Narzissten dich immer mehr in eine Abhängigkeit führen, weil sie sind ja die Wahrheitsinstanz und narzisstische Mutter, narzisstischer Vater haben ja aus der Rolle heraus als Eltern schon eine ungeheure Dominanz und einen Stellenwert. Und Kinder schauen ja, wenn sie klein sind, auf die Eltern hoch. Was macht jetzt das alles in deinem Nervensystem? Also dieser langfristige narzisstische Missbrauch, das reguliert dein autonomes Nervensystem komplett. Weil dein Körper bleibt ständig in so einer Hypervigilanz, in so einer Überachtsamkeit. Er ist ständig in Alarmbereitschaft, also es ist eine Sympathikusaktivierung, weil du versuchst, die Stimmungen von dem anderen voraus zu ahnen. Und dann hat man so ein Gefühl, vielleicht kennst du das, so man läuft auf Eierschalen. Das ist zum Beispiel so eine typische Folge. Wenn die Situationen dich aber komplett überwältigen, und du wirklich keinen Ausweg mehr siehst, weil du nicht mehr weißt, bist du Männlein oder Weiblein, so übertragen ausgesprochen, dann schaltet dein Körper in so eine Art Überlebensmodus. Und dies führt dann dazu, dass du emotional abschaltest, dich taub fühlst und einfach so ein Gefühl hast, innerlich ist alles tot, wie so ein innerer Stillstand. Und es ist ja gleichzeitig trotzdem eine chronische Stresssituation, weil ständig deine Stressachse aktiviert wird. Und das kann wirklich im Gehirn langfristige Veränderungen hervorrufen. Und zum Beispiel beim Hippocampus, der wichtig ist für Erinnerung und Orientierung, oder auch die Amygdala, die für die Angstverarbeitung zuständig ist, dass sich da die Strukturen im allerschlimmsten Fall sogar ein bisschen verändern können. Aber hier betont zu sagen, diese körperlichen Reaktionen sind keine Schwäche von dir, sondern Überlebensmechanismen. Der Körper versucht dich in dieser toxischen Umgebung zu schützen, auch wenn es auf Kosten der Klarheit geht und selbst und deines Selbstvertrauens. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber das sind wirklich Überlebensstrategien, auch dieses Abschalten, diese Hypervigilanz und auch zu sagen, ich weiß nicht, ist das richtig, ist das falsch, nehme ich das richtig wahr oder irre ich mich, sind, so komisch es klingen mag, Überlebensstrategien. Und jetzt nochmal so ein Bereich, warum hinterfragst du dich eigentlich selber? Warum verlierst du die innere Stimme? Jetzt noch von einer anderen Seite erklärt. Diese narzisstischen Manipulationen greifen direkt in deine Identität an. Aussagen zum Beispiel wie, du bist schwierig, so mag dich ja sowieso keiner, so wie du bist, werden so oft wiederholt, dass du das als inneren Glaubenssatz, als bare Münze annimmst. Ich bin nicht wichtig, ich bin nicht richtig, ich bin schwierig, ich bin kompliziert. Und du beginnst irgendwann, dich selber so zu sehen, wie der Narzisst es will, dass du dich siehst, indem er dich klein macht und zerstört letztendlich. Du erfährst natürlich auch in solchen Situationen keine sichere Bindung. Du wächst in einem Umfeld auf, wo du keine bedingungslose Akzeptanz spürst. Du wirst vielleicht möglicherweise nur dann irgendwie anerkannt, wenn du die Bedürfnisse der narzisstischen Eltern erfüllst. Das kommt dann so zu einem Gefühl innerlich, dass du nur wertvoll bist, wenn du Punkt, 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 das und das tust, so handelst, das sprichst, das erfüllst, das machst. Und auch das führt natürlich zwangsläufig dazu,
dass du keine stabile innere Sicherheit entwickeln kannst. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass du zwar erkennst, dass das Verhalten des anderen, wenn du älter bist, dann zum Beispiel dich zerstört, aber gleichzeitig ist vielleicht doch ein Gefühl da, ich liebe ja die Mama und der oder den Papa. Ich liebe vielleicht auch den Partner, der solche Strategien auspackt. Und das ist ein enormer innerer Widerspruch, weil es ist ganz schwer, diese Beziehung, die du zu dem Täter hast, und mit deinen eigenen Gefühlen ineinander in Einklang zu bringen. Also es ist total schwierig, wenn, weil du spürst ja einerseits liebe ich die ja, aber andererseits stören die mich. Und darum bleiben ja viele Menschen in so dysfunktionalen Kontakten, Beziehungen oder auch sehr lange bei den Eltern, weil die immer noch so der Maßstab für alles sind und durch diese Manipulationstechniken, die ich anfangs gesagt habe, das Kind so abhängig gemacht haben. Auch wenn man sich vielleicht einen Kontakt abgebrochen hat, aber diese inneren Stimmen sind ja immer noch da, zum Beispiel in Form von Täterintrojekten. Also da habe ich ja auch mal ein Video dazu gemacht. Und was sind jetzt für dich die langfristigen Folgen von so einem Erleben? Chronische Selbstzweifel. Weil diese tiefe Verunsicherung, die du erlebt hast, keine Sicherheit bekommen zu haben, keine sichere Bindung erfahren zu haben, führt einfach zu extremsten Selbstzweifeln. Du brauchst ständig die Bestätigung von außen, weil du dich selber ja als nicht glaubwürdig sozusagen wahrnimmst. Du vertraust ja deinen Wahrnehmungen, deinen Gefühlen nicht, brauchst immer von außen die Bestätigung, dass das, was du fühlst, dass du das fühlen darfst. Dann natürlich Perfektionismus ist eine Folge. Du hast das Gefühl, ich muss so perfekt sein, wenn ich nur perfekt genug bin, dann kann ich geliebt werden. Und du hast so eine große Angst vor, so eine übertriebene Angst vor Fehlern, weil ja dann die Chance, doch irgendwann mal geliebt zu werden, dann quasi zunichten gemacht werden würde. Dass das in Beziehungen natürlich extreme Auswirkungen hat, ist nachvollziehbar, weil du dich entweder zurückziehst, weil du Angst hast, wieder verletzt zu werden, oder weil du dir ja selber nicht traust. Vielleicht ist es der Partner nicht richtig oder die Freundin falsch oder wie auch immer. Du vertraust dir ja überhaupt nicht. Oder du gerätst immer wieder in toxische Beziehungen, die genau das im Außen spiegeln, was in dir sozusagen ist. Dass da Angststörungen und Depressionen auftreten, ist auch nachvollziehbar, weil du dich ja ständig hinterfragst und dieser Verlust, dieser riesengroße Verlust von Selbstwert sind ja eigentlich die häufigste oder ist die häufigste Ursache für psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Du weißt zum Beispiel aber auch gar nicht, wer bist du eigentlich? Du fühlst dich innerlich leer, weil du so drauf konditioniert worden bist, sage ich da jetzt mal, deine Bedürfnisse, deine Gefühle zu unterdrücken. Du kennst sie kaum und so im Außen bist und dich nur an anderen orientiert, weil du ja überhaupt nicht weißt, wer du selber bist. Und was kannst du da jetzt tun? Was kann dir helfen, nach so einem narzisstischen Missbrauch zu heilen? Ganz, ganz wichtig ist Geduld, Selbstmitgefühl und natürlich auch hier Unterstützung von jemandem, der da vielleicht auch Erfahrungen hat, der die richtigen Ausbildungen hat in dem Bereich, der dir helfen kann, zu dir selber wieder zu finden. Und ein Punkt wäre zum Beispiel so eine Realitätsprüfung. Also, dass du lernst, deiner eigenen Wahrnehmung wieder zu vertrauen. Und da kannst du zum Beispiel Tagebuch führen. Schreib doch auf, was du machst, was du fühlst, was du erlebst. Und dann mit der Zeit kannst du dann erkennen, wenn im Außen irgendwas passiert, das habe ich doch richtig wahrgenommen. Du kannst aber auch so deine Muster erkennen, die du so an den Tag legst quasi,
die deine Wahrnehmungen bestätigen, dass du ganz oft einfach nachlesen kannst, ja, da hatte ich doch recht gehabt, das Gefühl hat doch gestimmt, der Mensch ist doch nicht in Ordnung oder das, was ich da wahrgenommen habe, stimmt. Also wirklich wie so ein Übungstagebuch. Oder was natürlich auch sehr helfen kann, zum Beispiel ein liebevoller Freund oder Freundin und natürlich auch ein Therapeut oder Berater, Begleiter, kann dir helfen, diese Ereignisse zu reflektieren und deine Realität, was du wahrgenommen hast, wirklich zu bestätigen, dass du recht hast, was du gefühlt hast. Das dauert natürlich auch ein bisschen, aber das ist eine wunderbare Übung. Dann ist ganz wichtig, dass du Selbstmitgefühl entwickelst. Viele Menschen sind so gefangen in so Schamgefühlen, Schuldgefühlen, Selbstverurteilungen. Und zwar auch deshalb, weil sie es so lange mitgemacht haben. Aber das ist so wichtig für dich zu verstehen, dass du nicht schwach warst, sondern dass du Überlebensstrategien angewendet hast. Und Selbstmitgefühl in dem Fall bedeutet, dich nicht für die Vergangenheit zu verurteilen, sondern dich selbst zu unterstützen und dir selber auch zu sagen, es ist früher nicht, vorher nicht gegangen. Und das waren Überlebensstrategien, die dir wirklich geholfen haben, in so einem toxischen Umfeld zu überleben. Und viele Menschen erkennen ja erst spät, wie toxisch eigentlich dieses Umfeld war, weil gerade bei verdeckten Narzissten ist ja oft dieser Schein nach außen so anders. Und dann sagen die Leute, ja, red doch einfach mal mit deiner Mutter oder ist doch gar nicht so schlimm, ihr seid so eine tolle Familie. Ja, vielleicht nach außen, aber was innerlich abgelaufen ist, sehen ja die anderen Menschen nicht, was wiederum dazu führt, dass du dir selber nicht vertraust und denkst dir, ja, ich bin halt verkehrt. Dann sind natürlich alle Methoden, die dir helfen, dein Nervensystem zu regulieren, ganz, ganz wichtig. Atemtechniken, aber auch vielleicht Tanz, Yoga, Spaziergänge helfen, wirklich diese blockierten Energien zu lösen, in eine Entspannung zu kommen, Atemtechniken, dein Nervensystem zu beruhigen und auch ganz und Achtsamkeitsübungen, Meditationen oder einfach so Bodyscan. Basierte Techniken, also wo du deinen Körper so durchgehst, fördern eine Verbindung zu deinem Körper und zu deinen Gefühlen, weil dein Körper lügt nicht. Das merke ich ja, wenn ich mit den Klienten arbeite. Im Körper steckt ganz klar die Wahrheit. Der sagt dir, ist es wahr oder nicht, was du fühlst. Das zeigt der Körper und dadurch kannst du auch lernen, wieder in Vertrauen zu deiner Wahrnehmung zu kommen. Dann ist innere Kindarbeit natürlich sehr, sehr hilfreich. Grenzen setzen lernen. Dann Methoden wie EMDR, EFT, also Klopftechniken, Methoden vom Somatic Experience, weil das Trauma eben auf der körperlichen Ebene ist und auf der emotionalen Ebene. Und da kann man das quasi so im Wechsel wunderbar gegenseitig unterstützend auch heilen. Für mich so abschließend ein paar Gedanken. Also dieser narzisstische Missbrauch hinterlässt ja wirklich sehr oft das Gefühl, ich bin gebrochen, ich bin falsch, eigentlich sollte ich mich schämen, eigentlich gar nicht da, nicht da sein, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Aber das stimmt nicht. Alles, was du fühlst, ist eine ganz normale Reaktion auf toxische, dysfunktionale Umstände. Die Verunsicherung, die du spürst, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ist der Beweis dafür, wie tief diese Manipulationen, diese narzisstischen Strategien in deiner Seele gewirkt haben. Und Heilung bedeutet für mich in diesem Fall, Stück für Stück deine innere Stimme zurückzuerobern. Das braucht Zeit, ja. Aber jeder Schritt, und ist er noch so klein, bringt dich näher zu dir selber. Und du bist es wert, dir selber zu vertrauen und wieder deinen Platz in dieser Welt mit dem Gefühl der Sicherheit einzunehmen und wirklich anzukommen und zu dir selber zu stehen. Wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir. Und bis dahin oder bis zum nächsten
Podcast oder Video wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute. Deine Beate. Tschüss.